Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit ein paar einfachen Handgriffen ein TomTom One Version 1 öffnen könnt. Das Öffnen ist sinnvoll, wenn ihr einen alten Akku austauschen wollt oder generell etwas an der Hardware verändern wollt. Dieses Video mache ich, da es doch nicht ganz so einfach ist, die vier Spezialschrauben mit dem Imbusschlüsselgewinde und dem Noppen in der Mitte zu entfernen. Dazu brauchen wir nur ganz einfaches, handelsübliches Schmirgelpapier und einen Feinmechaniker Schlitzschraubenzieher. Falls der Schraubenzieher zu breit ist, um die Schraube herauszudrehen, nehmt das Schmirgelpapier und schleift eine Kante ab. So sollte das Ganze dann aussehen. Stellt sicher, dass hier oben die Kante in etwa den Durchmesser der Schraube besitzt. Setzt nun den Schraubenzieher in die Schraube und übt viel Druck auf ihn aus. Dreht nun langsam ihn, um die Schraube mit herauszudrehen. Dieser Vorgang kann manchmal ein bisschen dauern. Ich demonstriere das jetzt euch an der ersten Schraube. Wenn sie im Gewinde wackelt, müsste sie lose sein. So, das ist die Schraube. Wiederholt diesen Vorgang, den ich hier oben bereits gemacht habe, an den anderen vier Schrauben, nämlich die hier und noch die hier. Ich habe jetzt alle Schrauben entfernt. Nehmt das Gerät und versucht an der Unterseite vorsichtig die hintere Klappe zu entfernen. Passt auf, da die Lautsprecher noch hinten dran mit dem Kabel mit dem restlichen Stück verbunden sind, so wie hier. Nehmt nun den Schlitzschraubenzieher und setzt ihn so hier in die Kante des Steckers des Lautsprechers, dass ihr ihn mit einer leichten Umdrehung des Schraubenziehers vollständig entfernen könnt. So. Nun ist das Gerät offen. Wenn ihr jetzt den Akku austauschen möchtet oder irgendwelche anderen Hardware-Spezifikationen vornehmen wollt, dann könnt ihr dies jetzt tun. Wenn ihr fertig seid, steckt wieder den Stecker des Lautsprechers in das Gerät hinein. So. Nun könnt ihr es wieder schließen. Ihr müsst ein bisschen auf das Gehäuse drücken, damit es wieder einrastet. So. Wenn ihr möchtet, könnt ihr nun wieder die alten Schrauben hereindrehen oder ganz einfach neue benutzen. Sie sollte nur ungefähr der Länge entsprechen der vorher benutzten Schrauben. Ich habe jetzt vier von diesen hier mit einem Kreuzschlitzgewinde. Zum Vergleich mit denen, die zuvor eingebaut sind. Man sieht keinen großen Unterschied. Wenn ihr euch für die neuen Schrauben entschieden habt, nehmt sie und schraubt sie mit einem ganz normalen Schraubenzieher wieder ein. Das war die erste Schraube. Wiederholt den Vorgang bei den drei anderen Löchern. So sollte das Ganze nun aussehen. Das war mein Video zu dem Öffnen eines TomTom One Version 1 ohne Spezialwerkzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen.